Ius Mio und damit willkommen zurück bei Shadows of the Damned. Willkommen zurück bei einer neuen Episode. So, jetzt mal kurz hier was tun. Ja, alles klar. So, wir machen weiter mit Garcia, unserem Demon Hunter. Und die Musik ist wieder fantastisch laut. Ich muss das runterpegeln. Unserem Demon Hunter und unserem sprechenden Kopf Johnson. Johnson McJohnson. Hier ist ein neues Plakat. Was haben wir denn da? Mach diese Schwester nicht klein. Wer ist es? Is this Grim Reaper? Don't tell me he works for Fleming too. He? The sisters Grim are female, G. There's more than one? They're Fleming's adopted daughters. He treats them special. The story goes, they were stunningly attractive maidens in their previous life who met with an unjust demise. Fleming, being a connoisseur of all things foxy and female, took pity and made them the only beings in all the underworld who can slay demons for good. Let them dole out the justice they never got, know what I mean? He should have thought long term. Beauty is only skin deep, and that bitch has no skin. Es ist nur skin. Die Dialoge zwischen den zwei sind auch sehr geil geschrieben, muss ich zugeben. Irgendwie hat das was, das auch nicht. Aber es ist halt auch ein Produkt seiner Zeit, ich meine 2011. Ja, es ist schon ein bisschen her und ja, vor allem diese Objektifizierung von Frauen, wie es vor allem in dem Spiel der Fall ist oder von einem anderen Titel, den wir uns noch angucken werden, ist halt so, ja, stößt bei manchen ein bisschen sauer auf. Ich persönlich muss sagen, ich finde es nicht schlimm. Es gibt Schlimmeres, aber all in all muss ich sagen, ja, sie ist halt so aus, ja, dieses Damsel in Distress, wie man so schön sagen würde. Ja, und wir haben Garcia als krassen Demon Hunter, der halt vor nichts zurückschreckt und ein bisschen Stereotyp hat. Aber Action-Titel, macht Bock. Okay, wir haben einen weiteren Jam. Hier könnten wir rein theoretisch den Schaden auch nochmal hochballern. Ich glaube, ich gebe mir immer nochmal einen Boost in Gesundheit. Yam, yam, yam. Lebensenergie ist nie verkehrt. I was watching the action. That was incredible. You all lift weights. Fuck. Ich brauch mehr. Ich hab nur 45, ich brauch 75. Happy trails. Happy trails. Ja. Waffe ist leer. Aber der ist noch voll. Ja. Da muss ich wohl noch ein paar Dämonen in den Arsch treten. Dann kann ich durchaus den weiteren roten Jam leisten. Paula! Don't you touch her, you demon bitch! Shh! Have you got a death wish? What did I tell you? The sisters Grimm can kill anybody, even demons. No one's safe from their sides. Least of all loud people. Kann ich so weit hochschießen? Das klappt wahrscheinlich nicht, ne? Wäre auch irgendwie zu einfach. Ja, das haben die schon richtig kalkuliert. Mein Strahl geht wie in Resident Evil 4 schon ziemlich weit, aber ich erreiche das Ding nicht. Scheiße. Das ist volle Deckung. Das nimmt ja kein Ende.
Okay, ich musste alle besiegen, dann kann ich jetzt endlich hier vorbei. Und ich dürfte jetzt genug haben, um mir noch einen Gem zu kaufen. Bei ihm, ja, haben wir. Dann gehe ich nochmal rüber zu unserem Loot. Pop them gems down the hatch. Give me that shit. Ich finde das immer so geil, dass er diesen weißen Gem frisst und es dafür einen roten gibt. Aber worin investiere ich das? Ich glaube, ich gebe noch mal ein bisschen was in die Kapazität. Vielleicht. Das ist die Schrotflinte, wenn man so will. Können wir nämlich ein bisschen mehr Munition bei uns tragen. Beziehungsweise haben mehr im Lauf. Weil ich musste schon feststellen, man lädt dann halt mit der Waffe schon ziemlich oft nach. Könnte im Gefecht, glaube ich, ein bisschen böse ausgehen. Deswegen ein bisschen mehr Kapazität schadet nicht. Bin mir gar nicht sicher, ob ich es in einem Run durchschaffe, alles auf Max aufzuwerten. Vielleicht gibt es in diesem Spiel ja auch eine Art New Game Plus. Die Leichen sind dir nicht ohne Grund runtergefallen. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht. Well, officially he calls it Castle Gulzak Zabar Electorahere. But most of the locals just call it the Castle of Hassle. Because he hassles them all the time? Oh, Castle because of it's hassle. A hassle to get there. No, because it's a hassle to say the real fudging name. If I ever get my own castle, let me assure you. Shh. What's that? Schon wieder. In dem Moment ausgerechnet muss ich nachladen. Ich treffe ihn nicht, Alter. Ja, das Ding ist frei. Ja, natürlich fällt das Ding runter, nachdem wir drauf geschossen haben. Was auch sonst. Ouch. I hope you're good at apologies, G. Der glaubt nämlich wirklich, dass es sie ist. Also, die spielen noch mit ihm, eindeutig. Okay, da können wir nicht runter. Weil die Mauer hier so kaputt ist. Nee. Bisschen Munition. Ja, da rennst du hoch, um wieder runter zu rennen. Na nü. Der Controller vibriert. Okay. Ja, dann mal ab, runter!
smells like a toilet down here. Blame Willy. I think he just let one fly. Frag mich, wie viele Kapitel das Spiel hat. Wir sind jetzt schon in Kapitel 3. What the heck? Auf ihn. Okay, Gegner töten, damit ich weiterkomme. Guck mal hier, das Dämonen-Arschloch. Köstlich. Die Assoziation ist, glaube ich, nicht falsch. Demon Ass. Oh, Tequila. Hier ist wieder so ein Babyface. Eine Erdbeere will es. Alles klar. Da ist die Erdbeere. Hat sich an der Hecke festgebackt. Haha, es ist eine Schwachstelle, ich habe sie erkannt. Ja, ja. Die geht also nicht so clever, wie sie glauben. Oh. Ein roter. Munition. Okay, alles nachgeladen. Perfekt. So, ich habe noch einen weiteren Gem. Aber für was? Hier können wir mal Schaden rein. Das ist die Schroti. Da war eine Schrotflinte. Ich finde es auch gut, dass wir anhand der Fackel sehen können, welche Waffe wir im Prinzip ausgerüstet haben. Also, dass wir jetzt zum Beispiel bei Grün wissen, ah, okay, das ist die Schrotflinte. Bei Blau ist es im Prinzip das Maschinengewehr und auf Rot die Pistole. Eat shit! Eat shit! Nani? Zwei. What the fuck? Ach, das wieder. Kann es nicht. Achso. Ja, die Farben haben was mit der Waffe zu tun. Definitiv. Ich habe eben mit Blau drauf geschossen, das hat nichts gebracht. Also der Color Code. Ist immer kaputt. Es will nicht kaputt gehen. Warum habe ich das eine eben kaputt gekriegt und das nicht? Thank you.
Kann ich ihm auch die Beine wegschießen? Okay. Erstmal hier. Da haben wir noch Sachen zum Trinken. Und Munition, ganz wichtig. Da ist Kackehaufen. Und da ist noch ein Ballerautomat, wo wir uns noch Sachen kaufen können. Düdeling. Tequila. Oder Absinth. Absinth habe ich noch gar keinen gesoffen, fällt mir gerade so ein. So von wegen, ah, Tequila gönn dir oder Sake, aber nö. Kaufe ich mir noch einen Tequila? Eierpack. Plus 70 HP. Ja, gönn ich mir. In manchen Situationen brauche ich es halt wirklich. Vor allem, wenn ich halt länger in der Dunkelheit stehe, zieht es halt direkt an meiner Lebensenergie. Weil ich diesen Schutz nicht mehr habe. Und da ist es gut, erstens etwas mehr Lebensenergie zu haben und zweitens ist es dann halt auch besser, wenn man... Ja. Wenn man dann Heilung hat. Da komm schon. Jetzt. Good. This is good shit. Okay. Da geht's nur zurück. Das haben wir gelöst. Da ist wieder unsere Schnecke. Nur mal gucken, was hier ist. Nichts. Ein Fisch. Sorry, keine Schnecke. Paula ist mein. Ich kam hier aus dem Dämonen-Asshole. Wir müssen mit unserem Fischi hier lang. Oder, nee, fertig hier. Wie geht's hier denn lang? Nirgendwo lang. Es geht nur in die Dunkelheit, aber nicht weiter. Von wem wurde sie denn entführt? Von diesem Grim Reaper oder was? Hier wird gespeichert. Können wir nochmal nachtanken, wenn wir das wollen. Motherfucker! Dann halt so. Ich kann das mit der Fackel nicht zerstören, come on. Okay, Heilung kaufen, weiß ich nicht, brauche ich gerade nicht. Da bewahre ich mir die Gems lieber auf, um mir wieder einen roten zu kaufen. Hier wird gefightet, definitiv. Durch all die ganzen Fässer hier an. Tripp ihn. Ja, genau. Hä? Der ist unverwundbar. Oder was? Hä? Denk ich nicht. Ah, lass das. Noch mehr.
Wen denn? Wie sind die denn verwundbar? Sind die überhaupt verwundbar? Ach, du liegst noch da. Wow. Fleischklößchen Fan. Die Namen der Achievements sind nochmal wieder richtig großartig. I thought something stank. Let's not make the system mad, G. Get out of my way, unless you want to feel the cut of my scythe. Nice one, G. Now we're in a fight to the death. With death! Wie besiegt man die denn? Ich kann sie gar nicht treffen. Irgendwie mache ich hier gar keinen Schaden. Nee, funktioniert nicht. Muss ich sie vielleicht in der Dunkelheit besiegen? Ist es das? Man sieht doch komplett anders aus jetzt. Ich verstehe diesen Kampf nicht. Ah ja, ist der an. Okay, jetzt verstehe ich den Kampf. Gut zu wissen. Das heißt, ich muss warten, bis sie dann die Dunkelheit ruft, beziehungsweise den Raum in Dunkelheit taucht. Und dann kann ich zuschlagen. Sie halt nur mit einem Schuss treffen. Schon. Das ist so easy. Kaum lass dich doch treffen, ey. Geht doch. Dass er halt danach direkt verschwindet. Das ist so das Problem. So. Oh, nicht mehr so viel Munition.
Okay, wo ist er hin? Ach, Junge. Third-Person-Shooter und Controller und ich. Eine perfekte Kombination. Haben wir es jetzt geschafft? Nee, weiter. Hältst du mir ein bisschen zu viel aus, muss ich auch zugeben. Boah, knapp. Ja, andere Waffen gehen nicht. Was mache ich jetzt? Geht wahrscheinlich auch mit anderen Waffen, denke ich mal. Jawohl. Keine Angst vor dem Sensenmann 1. Why can't I stop them from killing you? Eine neue Waffe. Now here's a pretty prize. I smell an upgrade. Plug it in, G. Hot Boner! Johnson's Boner. Ich werde sogar, dass es Boner heißt. Johnson's Boner hat sich jetzt in den Hot Boner verwandelt. Halten Sie beim Zielen. Halten Sie bei gedrückter Zielentaste die Sekundärfeuertaste RB fest, um zu laden, und lassen Sie los, um deine klebrige Ladung abzufeuern. Alter, das klingt so falsch. Schieß die Ladung für eine irre Explosion ab. Du kannst eine explosive Kettenreaktion auslösen, um glühende, rissige Objekte zu zerstören oder um Gegner in die Luft zu jagen. Alles klar. Hot Boner. Sekundärfeuer. Ah, hier. Cool. Interesting. Der Hot Boner. Noch Munition, aber die ist voll, wie es scheint. Ja. 300 Schuss. Mehr geht nicht. Na gut. Dann gehen wir mal durch die Tür hier. Ich habe nämlich gedacht, wir spielen noch kurz ein bisschen weiter und beenden dann das Kapitel. Ich denke mal, danach ist hier Schluss. Those cracks with your explosive hot boner. You heard me. Eingeweideband. Sollen wir drauf schießen? Okay, nice. Also mit was ich dann da drauf schieße, ist eigentlich egal, aber der Hot Boner geht immer. Bäh. Was mit der Tür? Auch für den Hot Boner. Ja. Geil, jetzt haben wir sogar noch einen Red Jam. Den kann ich auch noch in der nächsten Episode ausgeben. Also doch eine Wanzenjagd.
Alles klar, ihr Hot Bonus. Dann ist es das erstmal gewesen von dieser Episode von Shadows of the Damned. Das nächste Mal geht es dann weiter mit mir und Garcia und unserem Freund Johnson. Dann begeben wir uns weiterhin auf dem Weg zum Schloss des Dämonen-Obermods. Und dann stecken wir unsere Fackel tief in den Arsch. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal bei Shadows of the Damned.